So, die muss ich aber jetzt echt ernst nehmen. Verdammt, Level 14 und so weiter. Nicht schlecht. Das war ziemlich gut. Die hauen schon ganz schön rein, verdammt nochmal. Oh ja, das wird gut. Komm schnell jetzt, bevor der sich zu weit bewegt. Yes, das war eine Mörder-Kombo. Der ist durchgemäht wie sonst noch was. Cool. Das halbe Team weg im Grunde. Sehr schön. Jetzt brauchen wir mal schnell eine Heilung ganz dringend hier. Ah, genau für ihn. Jawohl, manchmal nehmen die Gegenstände aus der Umgebung. Schön, dass ihr das jetzt im Stream noch gesehen habt. Passiert viel zu selten, meiner Meinung nach. Au, musste das sein. Aber die Zeit nehmen wir uns jetzt, dass wir uns hier noch schnell gemütlich heilen ein bisschen. Und dann hauen wir ihn weg. Oh, alle drei befördert. Perfekt, was will man mehr? Das heißt, alle sind komplett fit. Ach nee, hier, unser Heiler nicht, aber passt schon. Suchen wir einen Ausweg, ganz genau. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. So. Hey, die Tür ist ja offen. Gleich der nächste Trupp, oder wie? Scheint so, als ob sie uns nicht durchlassen wollen. Dann vermöbeln wir sie wieder. Seid ihr bescheuert? Hauen wir einfach ab. Gute Nacht, The Cluedo. Mach's gut. どうすんだ。こっちはもう限界だぞ。どこか他に逃げ場は。おい、あいつはいねえぞ。鍵閉まってんのにどうやって先に。さっさと鍵開けろ。追いかけるぞ。 Oh, wenden wir den alten Metal Gear Solid Trick an. Sind wir im Karton? Nein, schade. Ah ja, guck, also doch. Sehr schön. Finde ich gut. Huh, was jetzt? Sollten wir die Verbindungskorridore über uns versuchen? Vielleicht können wir links hoch, um zum Zimmer des Uyabun zu kommen. Ja, ist zwar etwas umständlich, aber könnte gehen. Und der Sairyu-Clan hat anscheinend auch die Tür für uns offen gelassen. Moment mal, da sind wahrscheinlich mehr Wachen. Versuchen wir es erst einmal über die Tür da drüben. Oh.
In so einem engen Raum ist der Angriff einfach super. Oh, er ruft Verstärkung. Oh, der ruft Verstärkung. Das ist nicht gut. Den sollten wir schnell ausschalten, glaube ich. Sonst hört der Kampf nie auf. Aber vielleicht kriegen wir so unendlich viel Geld und Erfahrungspunkte. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Er ist gelähmt und kann nicht angreifen. Sehr gut. So, hier brauchen wir schnell eine Selbstheilung. Cool. Die ganzen ich bin so gespannt auf dieses Crafting-System und überhaupt so viele Mechaniken, von denen ich weiß, dass die im Spiel stecken, aber die ich noch gar nicht kenne bis jetzt. Stufenaufstieg! Mehr Stufenaufstieg! Ultra-Stufenaufstieg! Die steigen echt ganz schön schnell auf. Die sind doch gerade erst ein Level aufgestiegen. Voll cool. Oh, Silber-Safe. Ein Helm? Ich weiß nicht, ob schon jeder einen Kopfbedeckung hat. Nein. Hier. Koichi hat noch keinen Helm. Perfekt. Okay, da müssen wir hin. Das heißt, in alter Videospielmanier schauen wir uns natürlich erstmal überall anders um. Und looten, was geht. Zum Beispiel einen Verbandskasten hier. Man kann übrigens auch in die First Person schalten, wenn man will. Ist manchmal in den engen Räumen gar nicht blöd, um sich einen Überblick zu verschaffen. Aber so viele Möglichkeiten haben wir gerade gar nicht, weil hier alles abgesperrt ist. Im Grunde müssen wir jetzt eh schon dahin gehen. Ein mysteriöses Blatt. Das ist ein nicht so gutes Heilmittel, wenn mich nicht alles täuscht. Mist. So, den haben wir. Der greift nicht mehr an. Voll durch die Tür gehauen. Oh mein Gott. Das Blut an der Tür. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Taurin. So, so. Warum nicht? Halbgegessenes Bento. Ich habe auch Hunger. Ich hätte jetzt auch gern irgendwas Halbgegessenes. Oder was noch gar nicht gegessen ist. Das ist doppelt so gut. Okay, der Zwischenboss anscheinend schon wieder. Der ist wirklich besonders, ne? Guckt euch den mal an. Irre. Der kriegt eine Tag-Team-Essenz. Das Chaos.
meine Güte, der hält was aus. Okay, da müssen wir aufpassen. Zünden wir ihn mal an. Hoffentlich brennt er. Das wäre gut. Kein Feuerstatus, aber gut. Okay, der ist wirklich tough. Da müssen wir echt schauen. Macht aber gar nicht so viel Schaden. Das ist in Ordnung. Das kriegen wir hin. Oh, was macht er denn da? Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Halten wir uns lieber zurück und sehen, was passiert. Okay, das war der Tipp, dass wir alle in Deckung gehen sollten. Nur du... Du gehst in Verteidigungsposition. Okay, ausgerechnet mein Verteidigungspositionskerl greift er natürlich nicht an. Klar. Hier brauchen wir mal schnell eine Heilung. Oh, das hat echt weh getan. Damn it. Arigato. Vielleicht reicht der Angriff schon. Jawoll. Der war krass. Bringt auch gleich 1000 Yen. Nicht schlecht. Gute Nacht, Fallen Crusader. Wenn jetzt alle ins Bett gehen, machen wir heute früher Schluss, glaube ich. Ich bin auch müde und habe Hunger. Aber ein bisschen machen wir auf jeden Fall noch weiter. Ein Arbeitsoverall. Nicht schlecht. Vielleicht. Mal schauen. Weniger Heilung, aber das bräuchten wir hier eh nicht. Ach nee, Quatsch. Mehr Heilung. Rot ist gut. Blau ist schlecht. Dann ist das eher nichts für ihn. Ah ja. Sehr gut. Ein Upgrade. Jetzt weiß ich nicht mehr, von wo wir gekommen sind und wo wir hingehen. Ah, das stimmt anscheinend. Ups. Oh Gott. Ich habe gerade meinen Kopfhörer rausgezogen. Jetzt höre ich nichts mehr. Ich dachte, ich wäre erledigt. Du sagst es. Heißt das, dass wir wieder nach oben klettern müssen? Sieht so aus. Suchen wir einen anderen Weg. Eine Heilstation. Dann speichere ich aber lieber mal schnell.
Oh, ich kann hier nicht speichern. Na dann. Ach, komm doch noch ein bisschen näher, du anderer Gegner. Hätten wir zwei auf einmal erwischen können. Zwei zum Preis von einem. Da werden wir jetzt gleich drei zum Preis von einem erwischt. Alle vier sogar. Das ist mal gut. Okay. Die haben wir, glaube ich. So ziemlich. Leider nicht ganz. Na gut. Der darf noch mal. Perfekt. Ein halbleeres Getränk. Warum nicht? Warte mal, das ist ein optionaler Raum. Den schauen wir uns aber schon an. Ist anscheinend zugesperrt. Ach so, okay. Noch nicht. Schauen wir uns den an. Der wird bestimmt noch wichtig. Hat er ein Schwert? Mein Gott, jetzt wird's aber ernst hier. Oh, der brennt. Das ist gut. Und er hat eine Armbrust und ein Macheten-Dingi. Was ist mit denen los? Aber man weiß immer nicht, ob das alles echt ist oder nur im Kopf unseres Protagonisten existiert. Das ist immer die Frage. Der hält auch wieder viel aus, ey. Den kann ich jetzt wahrscheinlich nicht angreifen, weil der andere davor steht und den blockiert. Ah, jetzt geht's. Das ist gut. Den würde ich echt gern wegkriegen, bevor der wieder drankommt. Und das schaffen wir auch. Das ist sehr gut. Dann haben wir nur noch die beiden Handlanger und die sind nicht so tragisch. Jetzt Vorsicht. Oh, jetzt macht er einen Bonusangriff, den ich gar nicht wollte. Das war jetzt fast knapp. Ich würde den nämlich gerne noch heilen, bevor der Kampf vorbei ist. Spart Rohstoffe, spart Essen. Okay. Was ist denn das für ein Schlüssel? Ist das etwa der Schlüssel für die Tür, an der wir gerade nicht rein konnten? Vielleicht die Eisentür im Korridor? Ja, versuchen wir es mal. Hätte sich der Kerl nur einfach mit eingesperrt, dann hätten wir keine Chance gehabt, aber so. Immer diese Videospielgegner. Mal sehen, ob der Schlüssel passt. Hä? Nicht verwenden? Das war keine Absicht. Verwenden. Und nun?
Der Grundriss oder was haben wir hier? Hey. Das ist eine Art Grundriss des Gebäudes. Das ist ja interessant. Hier am Rand ist ein Leitersymbol. Sieht so aus, als würde die zu einem Raum führen, in dem wir den Schlüssel gefunden haben. Aber ich habe da keine Tür gesehen. Vielleicht ist sie versteckt. Das Gebäude ist eine verdammte Festung. Eine Geheimtür würde mich nicht wundern. Ja, das muss es sein. Gehen wir schnell zurück zu dem Raum und sehen nach. Aber erst... Handgranate! Stimmt eigentlich, ne? Haben wir noch eine gekauft? Jetzt haben wir zwei. Wartet. Nochmal zurück. Rein. Ich heb die Sachen immer viel zu lange auf und benutze sie dann nie. Sicherheitsschuhe. Cool. Schuhe haben wir eh noch viel zu wenig. Okay. Ich hab mir doch gedacht, dass da irgendwas Besonderes ist bei dem Ding. Dass das nicht nur zum Spaß dasteht. Keine Tür. Komisch, laut Grundriss sollte ja eine sein. Wow, zieht euch das mal rein, da ist ein Schalter. Ist aber sehr unauffällig. Stimmt. Kasuga, drück drauf. Klar, okay, los geht's. Ernsthaft, es hat funktioniert. Sehr gut, jetzt können wir nach oben. Na komm. Stabiles Holz. Na dann, warum nicht? Hey, genau den Drucker hatte ich früher auch mal, aber fast exakt. Das ist schon witzig. Leiter nach oben und Leiter nach unten. Interessant. Nach oben sollen wir gehen. Das heißt, ich gehe natürlich mal nach unten. Stamina Light. Okay. Ah, und ein Silber Safe. Cool. Akete miru ka. Aita ze. Ein Jacket. Mal schauen, wer das noch brauchen könnte vielleicht. Nö. Ich glaube eher nicht. Können wir im Pfandleihhaus verkaufen wahrscheinlich am besten. Nö, passt. Keiner braucht das Jackett. Weiter geht's. Taurina. Was? Wirklich? Stand das da? Gesundheitsring. So Accessoires können wir tatsächlich noch brauchen. Da haben einige noch nicht jeden Slock geblaked, oder? Nee, stimmt gar nicht. Ich habe gelogen. Niemand kann das brauchen. Obwohl doch, ich glaube schon. Ich glaube, ich tausche das Feueramulett gegen mehr Schaden. Wie oft setzen die Gegner schon Feuerattacken ein? Da mache ich lieber mehr Grundschaden. Wie kommen wir denn da bitte jetzt hin? Ah, ich weiß, wie wir hinkommen. Okay. Genau, hier können wir uns nochmal ausruhen. Und jetzt... Eine mysteriöse Frucht. Okay. Und jetzt... Geht's zum Boss wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich die Boss-Tür, oder? Ah, vielleicht auch nicht. Obwohl, bin mir nicht sicher.
Ihr seid so nervig. Wir wollen nur den Ojuban sehen. Aus dem Weg. Ihr habt es bis hierher geschafft. Und das ist weit genug. Den haben wir doch schon mal verhauen. Was will er denn? Ah, okay. Oh, die drei Bosse kommen jetzt alle auf einmal nochmal. Oh, das ist wirklich nicht gut. Ha, lange nicht gesehen. Dieses Mal wird's anders. Gemeinsam sind wir drei unbesiegbar. Ah, dann heißt es unbesiegbares Trio gegen unbesiegbares Trio. Kommt, Namba, Adachi-san. Oh. Okay. Ich dachte schon, die wären jetzt weggelaufen. Okay. Drei Minibosse. Auf einmal. Jetzt passt auf. Wo haben wir denn unsere Handgranaten? Genau, so eine benutze ich jetzt mal. Oh, Handgranaten sind ganz schön schwach. Schade, wir können uns leider unsere Verstärkung nicht leisten. Das wäre gut. Ich gehe mal in Tank-Modus mit ihm. Mindestens einer greift ihn bestimmt an. Oder auch nicht, verdammt. Oder doch? Nein. Schade, keiner greift ihn an. Das ist schon fast gemein, oder? So, einen haben wir schon, von wegen unbesiegbares Trio. Jetzt nur noch so gut wie besiegtes Duo. Sehr gut, er ist gelähmt. Und er brennt. Und er ist besiegt. So, dann war es nur noch einer. Das ist ja alles ziemlich easy hier eigentlich noch. Sehr gut, er ist auch gelähmt. Ups, ich ziehe da mein Kopfhörerkabel raus, Mensch. Das hängt hier irgendwie blöd. Oh, so, jetzt ist es wieder drin. Das ist bei dem Bildschirm auch noch ein bisschen umständlich anzustecken. Aber jetzt wird er einfach niedergekombot mit Standard-Moves. Ja, der hat unseren Hauptcharakter wütend gemacht, was egal ist, weil das heißt, der macht einfach Standardangriffe. Also das, was ich sowieso mache.